Hi Leute, willkommen zurück zu Vampir. Wie ihr seht, bin ich nicht mehr im Club. Man hat mich rausgeschmissen. Nein, Quatsch. Ich bin nach Hause gegangen, denn hier ist praktisch das Haus der Reeds mit der alten Mutter. Da ist sie auch schon. Und mal gucken. Mother. Good evening. Jonathan, is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? Okay. Sagen wir nicht. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. So, ich habe mich hier auch ein bisschen schon umgesehen, aber noch nichts eingesammelt. Ich habe mich auch in den Straßen umgeguckt, habe ein paar Vampire erledigt, schon ein paar Nebenaufgaben praktisch eingesammelt. Indem man halt einfach mit den Leuten quatscht, denen ein bisschen hilft. Den Schlüssel habe ich aus meinem Zimmer, deshalb kann ich das hier aufmachen. I remember Sunday walks in the park. Mary, my dear daughter. Genau. How are you tonight? Halt so eine neuen Untersuchung habe ich halt ein paar Stück bekommen hier in dem Stadtteil. Hello again, Mother. Jonathan, back already. Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Ihr seht, die ist total verwirrt. Beziehungsweise einfach alt. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean, you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Aubrey, I'm not sure visiting Italy is a good idea this time. Ihr seht, die ist komplett durch. Spricht mit Toten. Kann die anscheinend sehen. Spricht mit Vampiren, was noch viel schlimmer ist.
Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead. And I've never met my nephews. I'll stay, sir. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. Okay. Na. So, ich glaube, hier war jetzt erstmal alles. So. Weil wir wohnen halt direkt schräg gegenüber vom Club. Das hier ist die Adoptivtochter von der Vampirfrau. Women die too in this war. Und sie hat auch keine Ahnung, warum die Vampirfrau sie adoptiert hat. Hier ist nochmal ein Händler. Die hat mir endlich die besseren Griffe verkauft, die ich für die Säge bräuchte zum Appen. Ansonsten, wer war hier noch? Hier müsste irgendwo ein Kriegskumpel sein. Hier ist das nicht. Wollte eigentlich irgendwo in den Straßen umherlaufen. Wie ein Verwirrter. Verrückter. Also wie wir. Ansonsten habe ich hier verschiedene Türen, die ins Viertel führen, habe ich geöffnet. Müll einmal durchsucht. Wie gesagt, nichts Besonderes, keine Quests erledigt oder sowas, nur halt ein
verschiedenen Personen was geholt. Also der Verkäufer da hatte was, dem man nachgehen kann. Er ist das hier. Das ist unser alter Freund aus dem Krieg. Und da ist halt Kriegsnachwirkung, sag ich mal, warnt immer alle Leute hier, rennt von Haustür zu Haustür. Ihr müsst abends die Türen zumachen, vertraut niemanden, auch eure engsten Freunde könnten Vampire sein und so weiter. Auch wie recht er hat. War das jetzt die Seitengasse? Ich glaube, hier kommt man so nicht hin. Auf jeden Fall, wenn man hinten aus unserem Zimmer rausgeht, kommt man in eine Seitengasse rein. Da kann man einen Vampir-Jüngling davon abhalten, einen Mann in sein Haus anzugreifen. Auch nochmal ein paar EP dafür. Ansonsten habe ich noch nichts weiter hier gefunden, deshalb gehen wir wieder in den Club. Mal gucken, was hier im Ascalon Club so abgeht. Was hinter ihm war noch. Nicht du, geh mal weg. Weg, du. Noten. Ich hab hier immer noch nicht aufgeräumt. Ich war eine Nacht lang weg. Danke, die haben Ausdauer, dass sie so lange stehen bleiben können. So, Lord Redgrave. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I. Lance Sparrow? I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Priwen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Skulls are malevolent and disgusting creatures. I knew I was right to induct you, Dr. Reed. You would not dare lie to me on such a vital topic now, would you? So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club, and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Bandstufe erhöht. Okay, das heißt,
Jetzt darf ich raus und draußen nochmal umherlaufen. Hier weiter. Hier auf dem Tisch muss ich kurz gucken, habe ich hier gut der Dolch gefunden. Ansonsten glaube ich, weiter hatte ich nichts mehr gefunden, nur noch praktisch vorne, wo er vorgestanden hat. Auch nichts Wichtiges drin. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Okay, sagt wirklich nichts anderes. Sie habe ich vorhin schon zigmal angequatscht. Macht immer nur das Gleiche. So, Note. Suche den. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys. A nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. Okay. Einfach verrückt. Remember, don't let any strangers come into your house. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Passiert da jetzt irgendwas oder nicht? Erstmal unsichtbar machen bringt ja nichts gegen ihn. Und ich habe einfach zu wenig Blut. Das wird so gleich ausgehen. Mal schauen, ob jetzt irgendwie was passiert. Ob die
bisschen miteinander reden, man was erfahren kann. Achso, in ein Haus kam ich nicht rein, weil meine Bandstufe nicht hoch genug war. Die müsste jetzt hoch genug sein. Dafür müsste ich mich nur einmal, jetzt glaube ich, schlafen legen nochmal. Naja, geht ja wieder nur ran. Was war denn das? Es ist halt nicht gut, ohne irgendwie Blut in den Kampf zu gehen. Mechanik ausnutzen, die dürfen die Seite nicht überschreiten. Also dumm sind. Hallo? Versucht die an diese Kante rüber zu prügeln, stoppen die mit ihrer KI und versuchen von dieser Kante wieder wegzugehen, die ganze Zeit, ohne dass sie denn weiter angreifen. So. Aber. Quarantäne anstecken, Krankheit. Darf die Quarantäne ohne Schrift nicht verlassen? Okay. Ist ja noch wer? Gibt's von euch ein Nest? Stupid Beast! This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Er hat eine den wutultige Skill bestimmt. So viel God of Watch. Thank you.
He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Was geht denn bitte hier? This one's neck is broken. He was young. Probably the son. And aha. Haben wir noch Zeit zum Looten? Was geht denn hier vor? Erschreck mich halt, danke. You killed your family. They mocked my talent. Ja. Ulti, da hast du. Die spuckt Säure oder Gift oder. Guck mal, so geht das. Ey! Jetzt rennt die da. Okay, das zieht ganz schön Leben. Und das zieht auch ausdauernd Leben ab. Da muss ich aufpassen. Ey, ich hab gewonnen. Ihr könnt mich nicht danach nochmal töten. Wie, ich muss das nochmal machen. Was war das? War das Gift oder... Keine Ahnung. Kryptonit? Es sah... Über die Hälfte von meinem Linksbalken war weg. Weil es noch nachgewirkt hat. Ich muss das nochmal machen. Ich bin auf jeden Fall im Haus. Weg. Okay. Ich hoffe, die hat jetzt nicht irgendwie Loot verloren, der jetzt despawned ist. Das wäre echt scheiße. Moment. Tasche.
Kann das sein, dass die irgendwelches spezielles Blut gedroppt haben müsste, was ich jetzt nicht habe? Ich hoffe nicht. Ich nehme an, so ein giftspuckendes Viech hat anderes Blut, was er hätte untersuchen können. Brief von Doris Fletcher, Schauspielschule. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher Acting School. Hier ist der Haupteingang. So weit hin nichts, denke ich. Also keine Räume mehr, wo man rein kann. Dann gehen wir wieder raus. Was macht der Lumpi hier? Wieder einmal in die Richtung zurück, wie es ausschaut. Okay. Hier war ich noch nicht drinne. Scheint aber auch keiner zu sein. Hier hin, nö. Wer randaliert hier doch? Zum Haus irgendwas? Nee, bei ihm ist nichts. Bei ihr anscheinend auch nicht. Jonathan, mein Lieber. Bring me my glass. Nein. Hol die selber. Okay. Also zur Analyse hat er anscheinend hier nichts. So, jetzt wollte ich gucken. Ich hatte die anderen Teile ja gekauft. Auf 130 Schaden würde es hochgehen. Und man könnte noch mal Blutaufnahme machen. Danach brauchte man noch mal Teil eines guten Griffs. Aber dafür 6 Stück. Okay. Na, ein Teil fehlt mir noch. 2 konnte ich kaufen unten bei dem Händler. Ich weiß nicht, ob die nach bestimmt vielen Tagen, die man schläft, oder Nächten, die man schläft, wieder neue Teile bekommen. Aber egal, wir schauen erstmal wieder hier rein. Den Blutspeer kann man auch noch mal 3000. Entweder, dass er 300 Schaden macht anstatt 230. Oder du fokussierst dich, erzeugst 3 kleine Blutspeere und versuchst alle Feinde. Okay, damit kann man mehrere Feinde dann direkt treffen. Anstatt, dass man erst alle, so wie ich, immer hintereinander versucht zu pullen in eine geraden Linie und dann drauf werfen.
Unsere Attacke würde 120 mehr Damage machen. Okay. Ja, das Blutaussagen finde ich sehr komisch. Denn hier ist immer halt nur das für einen Kampf. Wenn man versucht. Außerhalb die Rattenauslösung, habt ihr gesehen, da braucht man richtig viele. Aber wir gehen weiter auf Leben und Ausdauer, würde ich sagen. Da fehlen 55 Punkte. Halt, nein. Bestätigen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.